Deutschland wusste auf jeden Fall gegen Armenien zu überzeugen. Island hingegen Tabellenfünfter, 4 Punkte. Das ist nicht unbedingt das Ergebnis, das man sich erhofft hatte. Nun gegen Deutschland auch klarer Außenseiter. Deutschland aber in den weißen Trikots mit dem erhobenen Spielanteil. Sie nahmen ihn an sich. Timo Werner, 4. Spielminute, 1:0. Es ging gut los, es ging stark los, wie man in Armenien oder gegen Armenien in Deutschland, in Stuttgart, aufgehört hatte. Aber dann wurde auch Island ein bisschen aktiver. Viktor Pálsson kennen wir noch aus Darmstädter Zeiten. Der mischt hier mit im Mittelfeld. Im Endeffekt gibt es dann den Abschluss. Der ist sehenswert abgenommen, geht dann aber doch 1,5 bis 2 Meter am Tor vorbei. Island aber die etwas aktivere Mannschaft. Deutschland zog sich weit zurück und das wurde fast bestraft. Nochmal der Abschluss. Sigurdsson mit dem Fallrückzieher am Tor vorbei. Es war doch etwas überraschend, wie sich dieses Spiel nach der frühen 1:0-Führung durch Timo Werner entwickelte. Allerdings ging es für Deutschland mit dem 1:0 in die Pause. Island zuletzt 2:2 gegen Mazedonien gespielt. Dort lag man auch zurück, sogar mit 2:0. Am Ende eben ein 2:2 Remis. Und der zweite Durchgang, er ging weiter wie Durchgang 1 mit Chancen für Island. Viktor Pálsson mit dem Abschluss, der vorbeigeht, mittlerweile ja beim FC Schalke 04 untergekommen. Die zweite Hälfte zog sich, sie war nicht sonderlich spektakulär. Deutschland wirklich nur mit dem Allermindesten. Dann bekommt Island den Ball nicht bereinigt. Deutschland bleibt drauf. Kimmich behält die Übersicht und macht das 0:2 in der 88. Spielminute. Und das war logischerweise auch diese Entscheidung. Deutschland machte wirklich nur das Allermindeste. Gegen einen stärkeren Gegner hätte das sicherlich auch anders ausgehen können. Aber gegen Island hat es gereicht. Man war sehr effizient, auch kräftesparend. 3 Länderspiele innerhalb kürzester Zeit. Allesamt gewonnen, allesamt 0:0. Und das ist ein gelungenes Debüt für Hansi Flick.